Das Erzgebirge ist eine europaweit einzigartige Kulturlandschaft voller Traditionen und Vielfalt. Beleg ist seit 2019 der Titel UNESCO-Welterbe als grenzübergreifende Montanregion Erzgebirge Kuzhno-Hori. Idyllische Landschaften, einmalige Flusstäler und malerische Ortschaften entlang der deutsch-tschechischen Grenze haben ihren Ursprung in der mehr als 800-jährigen Bergbaugeschichte. Dieser verdankt das Erzgebirge seinen Reichtum, seinen Namen und seine wirtschaftliche Bedeutung. Was erwartet uns im Jahr 2020 aus touristischer Sicht? Eine Wochenserie. Wandern Sie doch mal auf dem Kammweg. Dieser gilt als einer der besten Weitwanderwege Deutschlands und ist ein Highlight der erzgebirgischen Wanderwelt. Von Mai bis Ende Oktober kann der Fernwanderweg über mehrere Tage in Etappen erwandert werden. Der passende Wanderurlaub, wie zum Beispiel Kamm ganz kurz, Kammwoche, Standortwandern oder Themenwandern am Kammweg, kann über den Tourismusverband Erzgebirge gebucht werden. Der Kammweg Erzgebirge Vogtland darf übrigens für die kommenden 3 Jahre das begehrte Siegel als Qualitätswanderweg weitertragen. Dies bestätigte der Deutsche Wanderverband im Rahmen der Auszeichnung in Stuttgart. Um das Qualitätssiegel erfolgreich beim Deutschen Wanderverband zu verteidigen, musste wieder jeder Meter des Kammwegs sprichwörtlich unter die Lupe genommen und auf verschiedene Kriterien überprüft werden. Für den Wanderer zählen Landschaft, Natur, gute Ausblicke, abwechslungsreiche Wege, durchgängig gute Beschilderung, Informations- und Hinweistafeln sowie Rast- und Unterkunftsmöglichkeiten. All dies bietet der 285 Kilometer lange Kammweg Erzgebirge Vogtland. Erlebnisangebote unmittelbar am Kamm laden unterwegs zu spannenden Entdeckungen ein, mit denen man das traditionsreiche Erzgebirge kennenlernen kann.